Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der Galgenberg vom lieben Yogi. Ja, im Missionsbusiness, ne? Mission. Erstmal vielen Dank, lieber Detlef, für den Tipp. Ich habe mir jetzt auch den Namen gemerkt. Es ist der Zuschauer mit dem Werner seinen Hund in, als Bild. Ne? Der hat gesagt, du Svenny, kleinen Tipp. Du kannst auch Missionen machen und leist dir einmal die Maschine und kannst mehrere Missionen machen. War mir nicht bewusst. Vielen Dank. Habe ich jetzt ausprobiert. Geht. Ich habe insgesamt jetzt 3 Missionen gemacht mit dem Fuhrpark von Feld 77. Die Mission habe ich jetzt abgerissen. Habe das mal eben fertig gemacht. So. Oh, ich habe vergessen, die Tür aufzumachen. Mit dem Fuhrpark. Hab einmal Heu dabei gehabt. Das habe ich mit meinem eigenen Wender dann gemacht. Ne? War ja kein Problem. Ging hier rutzi putzi. Entschuldigung, vorn verloren. Hab das soweit fertig gemacht, dass das hier läuft. Wir fahren jetzt gleich rüber. Wir wickeln eben nur noch die eine Balle. Hab meine eigenen Maschinen natürlich auch dazu genommen. Zum Fahren. Ich habe mit dem Truck gewickelt, ging dann halt schneller. CP hat gepresst und gemäht. Ich habe gewendet und geschwordet. Damit das ratzi-fatzi vorangeht, wir brauchen die Kohle. Ja, Kohle ist wichtig im Business. Deswegen haben wir das jetzt so gemerkt. Oder ich habe das jetzt so gemerkt. Muss die Maschinen gleich alle noch wieder zum Hof fahren und dies und das. Aber wir wollen auch ganz gerne noch ein bisschen was vorankommen. Und ich habe kein Bild gemacht, ne? Auch noch ein Bild. Druck! Er hat gedruckt, ne? Lad die mal ab. Fahren wir noch einen Schritt vor. Jetzt finde ich ganz ruhig. Keine Panik hier für Titanic. So. Dann können wir ihn hier stehen lassen. Wir müssen eben das Heu noch pressen. Achso, ich kann euch da zeigen, welche Mission ich angenommen habe, damit ihr das nachvollziehen. Ich hätte noch eine Düngemission auf Feld 21 gemacht, die hätte ich abgeschlossen. Die können wir auch schon abschließen. Hier hatte ich den Maschinenpark zugemietet. Die Fläche ist schon fertig, gewickelt, gemäht. Die habe ich gemäht mit dem, was wir hatten. Und die hier halt auch. Das sind die Missionen, die im Moment am Laufen sind. Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob wir die Silage behalten. Weil das war noch so mein Entsinnen dahinter. Wenn ordentlich was überbleibt, dass wir ordentlich Futtermittel haben. Deswegen habe ich die Mission jetzt noch gemacht. Gibt auch noch gutes Geld. Warum dann nicht mitnehmen? Ne? Ich habe die so meist off-camera jetzt gemacht, damit ihr euch das nicht so antun müsst, weil wir in letzter Zeit ziemlich viel nur Ballen gemacht haben. Aber es zahlt sich aus, es bleibt was über. Ist lukrativ, muss man sagen. Auch wenn es ein bisschen Arbeit ist und ein bisschen eintönig. Aber hier ist auch schon alles fertig. Ne? Müssen wir auch nachher nur eben fix abholen. Und dann haben wir es auch echt gut an Stüssel. Ne? Dann läuft es. Dann haben wir Futtermittel, dass wir zumindest über den Winter kommen. Hier steht noch der 400er mit dem Wender. Muss ich auch nachher noch eben hochfahren. Aber dann ist das soweit ready. So war der Plan dahinter. So, jetzt kommt das elendige Thema. Nehmt ihr alles mit? Wahrscheinlich nicht. So, wollen wir nochmal dran anfahren. Ihr macht noch eine Grasballe, ne? Ich hab sowas von gewusst. Schickra. Müssen wir die nachher noch wickeln. Das ist eigentlich no problem, ne? Ich hoffe, wir können die Mission abschließen. Was wir verkaufen, Grasballe. Geht ja eh zum Pferdekauf, oder? Ihr kriegt's nicht alle mit, ne? Kamera blöd stehen.
Er ist halt mit dem Doppelkreiselschwader, ne, gemacht und dann ist halt nicht so schön. Ich hab Grasschwader. Also wir nehmen die mir gleich. Wir haben. Ne, ich hab die Pike nicht reingelassen, ich Idiot, ne? Ich hab die abgemacht am Pfand. Sonst hätten wir die so mitgenommen. Hier ist die Schwade nicht ganz so breit. Die Schwade, wenn die macht einfach zu große Schwaden, sagen wir wie es ist. Ist doch keine Ausreden oder sonst was. Die Schwaden sind einfach zu dick und zu groß. Kannst du noch so mittig drüber fahren, da bringt's nicht. Die Wanne nicht mehr voll. EPA. Chikra. Das sind 7000 Liter. Ja, muss ich wohl mit leben, ne? Konnte ich es nicht ändern. Kriegen wir nicht mehr voll. So, der kann nicht stehen bleiben. Den brauchen wir nicht mehr. Nehmen wir dich eben. Vorne fix rüber. Wir killen die eine Rolle. Nehmen wir die noch mit. Machen auf jeden Fall mal die Tür zu, ne? Ist doch nicht so günstig hier. Schickala, wenn ich mir so eine Heuballe bei uns wegholen. Nichts der nix. Und dann klappt, wie es klappen soll. Genau, es ist jetzt gleich Ballen vorne, ne? Dann kriegen wir ungefähr 30.000, das ist ganz gut, da können wir uns das eine Feld kaufen, was der Plan war. Bin ich gut zufrieden mit. Und wir nehmen eben Abkürzung. Der Schwab wird ja auch überall durch. Habe ich mir sorgen lassen. Dass wir in die Balle gewickelt kriegen. Aufgeklappt ist er. Hier den Busch. Fix hier hin. Danke. Bringen wir die eben rüber, dann kann der Schlepper zum Hof. Weil den brauchen wir eigentlich nicht mehr, ne? Nee. Kommen wir da so raus? Ich hoffe. Ja, so geht's auch, ne? Jetzt hat der Ding sich wieder so krumm gezogen. Sekunde, guck mal, der kommt gar nicht rum, ist voll eingeschlagen. Manchmal. Nichts passiert, nicht Profi. Chikra. Ich wollte nur die Balle hier ablegen. Wieder zurückbringen, ne?
bisschen aufräumen zwischendurch. Ist mir wichtig. Und dann sehe ich zu, dass wir zur nächsten Folge die Mission abschließen. Und dann gucken wir weiter, wie wir von vorne. Ich denke noch Mission, aber mir ist wichtig, noch das eine Feld zu kaufen. Das wäre schon, wo die Sojabunkers drauf sind. Dann wäre es schon vorteilhaft. Ne? Wir brauchen ja auch so ein bisschen Fläche. Gebraucht vor allem Shop ist, glaube ich, nichts drin. Wir wollen ja auch noch eine Halle bauen und Kalles Hofladen und Uwe muss ja auch noch an den Hof. Brauchen wir noch ordentlich Geld. Ist halt so im Leben, ne? Irgendwas Besonderes mitnehmen muss ich jetzt nicht, ne? Nee. Ich meine nicht. Stellen wir das Ding nämlich hier irgendwann beim Händler wieder hin. Na, dann passt das. Aber den können wir ihm tanken, ne? Guckt, Jonna, steht hier noch wegen Düngemission? Ich musste noch Dünger holen, den hatte ich dann hier stehen lassen. Schon fertig? Okay. Mit dem sammle ich jetzt die Ballen ein. Dann ist das schon wieder alle erledigt. Checkerrocknete fertig. Richtig gut tun. Und ich werde geschärft. Ein paar Euro verdient. Wir haben neuen Futtermischwagen. Tiere sind so gut wie versorgt, also das hat sich ausgezahlt. Und wir haben einen Vorteil, die können schon mal ranwachsen, ne? Sich reproduzieren, dass wir Milch kriegen. Deswegen ist das ganz gut, dass wir da zu früh gemacht haben. Also wenn wir da erst die ganzen Futtermittel hätten, hätten die Kohlen auf Tisch und müssten dann wieder warten. Also von daher, ja, läuft. Ja, heute habe ich es auch nicht gedroppt, ne? Wie ist, wenn man so hektisch ist? Sollte man nicht machen. So, du musst auch eben zum Hof. Sonst fahre ich da wieder 10.000 Mal gegen. Dann sammle ich jetzt Heu ein. Richtig, mache ich als erstes. Die eine Silageballe habe ich ja eh zurückgebracht. Also von daher ist das egal. Das nämlich alle erledigt. Ja, Flugmissionen sind noch offen. Erntemission. Wir werden ein, zwei Erntemissionen danach mal abschrubben. Bisschen was verdient. Oh, Hofsilo müssen wir auch noch bauen, ne? Wir haben noch kein Hofsilo. Gut, dass ihr das gesagt habt. Ich hätte nämlich wieder nicht dran gedacht. Ich hätte dann erstmal irgendwie so in der Halle gekippt. Dann halt hinter ihm im Frontlader aufgeladen. Dafür haben wir eine Schippe. Weil wenn nicht anders geht, geht nicht anders, ne? So berg hoch läuft ja nicht ganz so schnell, ist aber nicht so schlimm, ne? Ich bin schon wieder falsch gefahren, oder? Wo ist hier lang? Tue ich mir jedes Mal, ne? Ja, Maschinen müssen wir auch gleich mal vernünftig irgendwann wegstellen, ne? Dass man das, wie man da alle vor der Füße hat, in der Rundbogenhalle. Wenn du irgendwo dran willst, musst du doch immer erst alles beiseite räumen und hier und da. So mal so ein System reinkriegen. Aber wie gesagt, jetzt erst noch die Mission abschließen und dann bin ich zufrieden. Guck, ich musste Mähweg und Schwader auch alle rausrollen, weil es nicht anders ging. So, nein, nicht brauchen wir. Wo wir jetzt Äpfel? So ist es. Richtig, richtig.
Feuer freuen wir, Janne. Aber liebe Leute, ich sage jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hier. Ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.